Vielen Dank, vielen Dank. So, ich stehe hier so ganz ungünstig in der Ecke neben der Säule, aber ich hoffe, Sie können mich trotzdem einigermaßen sehen. Also ein ganz recht herzliches Willkommen auch von uns und wir freuen uns wirklich sehr, heute hier in der großen Besetzung im Nonet spielen zu können. Es ist tatsächlich, weil das ja gerade eben auch so angekündigt wurde, auch für uns. Wir sind auch eine Corona-Band, könnte man so sagen. Wir haben uns quasi als Nonet formiert, während das mit der Pandemie so im Kommen war, aber das noch niemand richtig geglaubt hat. Und haben dann tatsächlich ein Konzert gespielt und das war es dann auch bis jetzt, also bis heute. Und deswegen heute auch mit etwas, also leicht anderer Besetzung, freuen wir uns sehr, hier spielen zu können. Das Stück, was wir gerade gespielt haben, nannte sich REM. Das kommt von der Rapid Eye Movement Phase, das heißt der Traum-Schlaf-Phase. Und genau, das war so ein bisschen Programm in diesem Stück. Das folgende Stück nennt sich Schmetterlinge im Bauch und auch hier ist der Name Programm. Vielen Dank. Thank you.
Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Das nun folgende Stück ist tatsächlich ein etwas neueres Stück und das ist auch jetzt während dieser Corona-Phase entstanden und das nennt sich Aphelion. Und Aphelion bedeutet so viel wie, das ist bei der Planetenumlaufbahn zur Sonne der Punkt bei dieser elliptischen Bahn, wo man am weitesten entfernt ist von dem anderen Objekt. Und das ist so ein bisschen auch das Thema hierbei. Es geht um Distanz und Distanz auch im Kontext immer von seinem Gegenteil, also von der Nähe.
Vielen Dank. Ja, wir kommen jetzt tatsächlich schon zum letzten Stück des ersten Setes. Es ist ein etwas längeres Stück und es ist auch schon etwas länger im Repertoire. In sehr vielen verschiedenen Besetzungen habe ich es hier zum Beispiel schon mit Volkan auch gespielt. Es nennt sich Retrospective und ist ein Stück, das würde ich so sagen, ist eigentlich immer gewachsen mit mir. Und es ist auch immer wieder was dazugekommen, immer wieder etwas rausgeflogen. Und ich glaube, man erkennt es, wenn man es jetzt mit seiner Ursprungsidee vergleicht, glaube ich, sehr wenig wieder. Aber ich finde, das ist eigentlich auch sehr schön, dass man manche Stücke einfach so mitnehmen kann und die begleiten einen dann über sehr lange Zeit und nehmen wahrscheinlich auch die Ecken und Kanten oder den Input, den man bekommen hat, mit und verändern sich mit einem. Also jetzt Retrospective. Thank you.
Vielen, vielen Dank. Wir machen eine kleine Pause und wir sind so in circa 15 bis 20 Minuten, schätze ich mal, wieder da.